Attention, please. You can find our Wake News music on wakenews.net. Click Wake News Radio. And on our blog, musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Come on! Good evening! Guten Abend! Grüezi! Grüß Gott! Hallo zusammen! Heute Abend in der Sendung oder in der vierten Sendung bei Wake News Radio, Wake News TV, Martin mit Schlafstopp. Grüße euch, wo ihr gerade seid, was ihr auch gerade macht. Ihr seid jetzt bei mir, das ist bärenstark, ich danke euch dafür. Und jetzt erstmal nur Audio und in ein paar Tagen kommt ja auch dann hoffentlich, wenn die Technik wieder hält, ein Film dazu. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bei mir seid, dass ihr mich damit auch ein bisschen energetisch aufpäppelt. Und ganz, ganz liebe Grüße ans Wake News Team, an Detlef, an alle anderen No-Mainstream-Kollegen. Wobei mit einem bin ich ein bisschen sauer, da werde ich dann nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Den Namen verrate ich natürlich nicht, ich habe ja Stil. Sage ich nachher was dazu. Okay, ich muss aber auch noch was zur letzten Sendung sagen, weil da hatte ich heute einen Anruf bekommen von einer Sibylle, die letzte Sendung ging ja auch um Geburten, Krankenhäuser, die gesagt hat, ja, man hatte versucht auszureden, eine Hausgeburt zu machen mit der hirnlosen und bescheuerten Begründung, daheim sind ja so dramatische Keime, um Gottes Willen. Aha. Ja, natürlich, um Gottes Willen, ganz dramatisch, also alle die daheim, man stirbt ja sofort, alle sterben daheim. Dass im Krankenhaus ganz andere Keime und viel aggressivere sind. Okay, aber das ist der eine Nachtrag dazu. Und der andere Nachtrag, ja, es war ja tatsächlich jetzt, war so vor 10, 12 Tagen, wo man echt 4 Tage am Stück, Wetter gigantisch war, fast ein blauer Himmel, so wie ich ihn vor 20, 30 Jahren gekannt habe, etwa gleiche Temperaturen, die Sonne hat gestrahlt, keine eine Wolke am Himmel, habe mich auch selbst persönlich da viel, viel besser gefühlt. Und scheiße, am 5. Tag ging es dann wieder los. Ich glaube, die haben jetzt auch ihren Stoff, da ihren Chemtrail-Stoff umgestellt. Irgendwie sah es ein bisschen anders da aus, ja. Und seit der Zeit ist also auch hier wieder in Hessen Polen offen, beziehungsweise der Himmel zu. Ja, das wäre noch zu Chemtrails zu sagen. Und der Detlef geht ja immer so gern ein bisschen mehr in den Makrokosmos raus. Ich beschäftige mich mehr vielleicht mit dem Mikrokosmos. Und heute kommt mein Steckenpferd dran. Und das Thema sind heute, oder das Thema sind ja die Sozialgesetzbücher 3, 12 und 2, was dann wäre Hartz IV, Arbeitslosengeld 1 und die Grundsicherung im Alter. Aber diese Sozialgesetze sind gar nicht mal so arg sozial und deswegen heißt heute das Motto die antisozialen Sozialgesetze. Und ich möchte euch jetzt mal den ganzen verrückten Wahnsinn und die Schikanen und alles mal aufzeigen an einer jetzt fiktiven Person. Diese fiktive Person heißt Paula, mit dem Vornamen Paula, und ihr Nachname ist jetzt von nun an auf dem Weg, klein und abhängig gehalten, gedemütigt und kaputt gemacht zu werden. Sie ist 42 Jahre alt, hat 25 Jahre gearbeitet, hat also auch 25 Jahre einbezahlt in das System, hat keine Kinder, hat die Steuerklasse 1, verdient 30.000 Euro im Jahr, was dann 2.500 Euro pro Monat wären. Und dann bin ich erstmal hingegangen, habe geguckt, okay, von mir aus auch kein Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, 2.500 Euro im Monat. Was kriegt sie denn erstmal überhaupt von den 2.500 Euro raus? Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Und dann komme ich dann schon mal auf den Wert von 2.500. Sie kriegt raus 1.630 Euro.
Das heißt, sie hat schon mal 35%, circa 35% von ihrem Arbeitslohn, der ist schon mal weg. Das sind ja aber nicht die einzigen Abgaben und Steuern. Ich habe da einmal geguckt, was es alles gibt für Steuern. Ich lese das jetzt auch nicht alles hier runter. Die Baulandsteuer, die Abgeltungssteuer, Branntweinsteuer, Energiesteuer, Ergänzungsabgabe, Essigsäuresteuer, Getränkesteuer, Hundesteuer. Also von den 65%, die man dann noch hat an Geld, man muss natürlich jetzt nicht alle Steuern dann entrichten, da geht auch nochmal Mats viel drauf und Mehrwertsteuer dürfen wir nicht vergessen. Ja, also, Krankenkassen, ich muss gerade mal gucken, den Krankenkassenbeitrag, wie hoch der war, glaube ich, jetzt bei ihr nicht so, na doch, 210 Euro zahlt sie, muss sie bezahlen für die Krankenkasse, ja, und 210 Euro. Und wenn sie krank wird und kriegt was verschrieben, dann muss sie ja noch 5, 6, 18 Euro dazu zahlen pro Medikament. Und wenn diese Medikamente nicht verschrieben, ja, dann muss sie sowieso alleine zahlen aus privater Hand. Und da gibt es genug. Also ich zahle Krankenkasse und noch Zusatz, Freunde der Vernunft, das ist schon mal nicht so richtig, das wollte ich sagen. Wenn ich dann so anfange reden, das wird heute ein paar Mal passieren, da verfalle ich etwas in einen anderen Dialekt. Das ist aber immer so die Vorstufe des Wahnsinns. So, okay. Also, das hatte mal Krankenkasse. Jetzt wird diese Frau arbeitslos. Nicht aus eigenem Verschulden, denn wie 90% aller anderen, die arbeitslos werden, die können nämlich nichts dafür. In ihrem Fall bei Paula hat die Firma pleite gemacht. Es geht weiter. Paula hat ja, wie wir wissen, 25 Jahre einbezahlt, auch in die Arbeitslosenversicherung. Paula ist aber noch unter 58 Jahre. Das heißt, dass sie maximal 18 Monate, nur 18 Monate Arbeitslosengeld 1 erhält. Sie zahlt 25 Jahre ein, also müssen wir 25 mal 12, wie viele Monate, und kriegt nicht mal 2 Jahre lang Arbeitslosengeld 1. Lieb, das ist lieb. Das ist eine Sauerei. Okay. Paula gibt dann auf der Behörde an, wissen auch die wenigsten, weil sie sich einfach nicht wohlfühlt oder sagt, nee, ich will mich noch um das Enkelkind kümmern, gibt also dann an, dass sie nur noch halbtags arbeiten möchte. Ja? Und wenn sie da das Kreuzlein hinmacht, dass sie nur noch halbtags arbeiten möchte, bekommt sie auch nur die Hälfte des Arbeitslosengeldes. Hä? Versteht es jemand? Ich finde das nicht sehr sozial. Und vor allen Dingen auch nicht zu begreifen und nachzuvollziehen, ja. Also, wenn sie dann halbtags gearbeitet hätte, natürlich kriegt sie dann auch nur die Hälfte. Also, wir halten nochmal fest, der Wahnsinn, maximal 24 Monate, bei ihr sind es 18 wahrscheinlich, würde sie das eintragen, bekäme sie nur die Hälfte und von ihrem Nettolohn, ich sage Ihnen nochmal, muss ich nochmal nachgucken hier, von 1.630 Euro bekommt sie jetzt 60% davon Arbeitslosengeld 1. Tja, und das sind 975 Euro. Das waren jetzt erstmal hier ein paar Fakten und Daten. Und jetzt hätte ich gerne von Marco das Lied eingespielt und das heißt Echte Rechte. Hi Forbes, pay attention please. You can find our Wake News music on wakenews.net, click Wake News Radio, and on our blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Come on! Meine Bürger
würden sich mit Pestiziden ernähren, wären stets beschäftigt, fehlinformiert und könnten sich daher kaum wehren. Abiturienten und Studenten wären Bachelor und zentral, würden viel lernen und wenig denken und gingen brav zur Wahl. Global Player und Konzerne könnten Gesetze selbst machen, Kameras und Mikrochips würden die Menschen überwachen. Atommüll würde ich ins Meer leiten und in Afghanistan verschießen, mein Volk unterdessen mit einem CO2-Märchen berieseln. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich imperialistisch wär. Arbeitslose würde ich entrechten und zum Arbeiten zwingen, weil Geld würde ich lieber den Banken bringen. Ich würde das Grundgesetz missachten und EU-Verträge unterschreiben. Mein Volk wäre so dumm zum Lesen und würde das selber noch bestreiten. Medien würde ich gleichschalten, um die Zuschauer zu bespaßen und um politische Themen selbst zu bestimmen. Ich würde euch täuschen und verarschen. Ihr würdet glauben, die Staatsverschuldung beruht auf Misswirtschaft und hättet den Geldschöpfungsprozess noch nie mitbedacht. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich krankhaft egozentrisch wäre. Lebensdauer würde ich verkürzen und überhaupt dafür sorgen, dass sich möglichst alle draufstürzen. So wäre der Kapitalismus gerettet. Doch diese Weltordnung bedeutet, weltweit wird maximal gewettet, verseucht und ausgebeutet. Naja, das würde ich euch ja nicht erzählen, sondern stetig suggerieren, dass man dagegen kaum was machen kann. Das würden Fachleute studieren. Der Mensch sei von Natur aus schlecht und man könnte wenig daran schrauben. Manch einer von euch würde sogar behaupten, die ganze Menschheit soll lieber dran glauben. Das alles hättet ihr im Heer und ihr solltet das lieber einfach mal entwirren. Ich würde euch erschrecken und lähmen und niederträchtig quälen. Würdet euch verstecken und schämen und es niemandem erzählen. Lasst euch nicht einschüchtern, denn ihr habt echte Rechte. Ihr müsst sie aber auch anwenden. Das sind eure schlichten Pflichten. 18 Monate gehen sehr schnell rum und Paula bewirbt sich. Sie findet ums Verrecken nichts. Nach Ende der 18 Monate oder von mir aus auch nur 12, muss sie jetzt zur Hartz-IV-Behörde gehen und stellt einen Antrag auf Hartz-IV. Logisch, weil sie ja auch von irgendwas leben muss. Auf dem Jobcenter stellt man dann fest, oder das sagt sie ja auch selbst, sie hat ein Auto, ja, und dieses Auto hat im Moment einen Verkehrswert von 10.000 Euro noch. Da hat sie dann schon auch wieder Pech gehabt, die arme Paula, denn laut SGB II darf sie nur ein Auto haben im Wert von 7.500. Die Behörde könnte sie jetzt zwingen, das Auto zu verkaufen. Und nehmen wir mal an, sie bekäme 10.000 Euro noch dafür, dann darf sie sich eins kaufen für 7.500. Dann hätte sie aber auch wieder 2.500 Euro tatsächlich an Vermögen. Jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Paula ist ja 42 Jahre alt und sie darf pro Lebensjahr 150 Euro haben und einmalig 750 Euro. Das heißt, auf ihrem Sparkonto dürften sich 7.050 Euro befinden. Ja? Jetzt hat sie aber, um ein bisschen was fürs Alter vorzubeugen oder sich vielleicht auch mal nochmal einen Traum zu erfüllen, hat sie jetzt auf dem Konto 12.000 Euro. Okay. Das heißt, 7.050,
12.000 ist eine Differenz. Und nehmen wir dann noch die 2.500 Euro vom verkauften Auto dazu. Heißt, sie muss zuerst dieses ganze Geld, und jetzt heißt es nicht verprassen, sondern auch bescheiden ausgeben. Denn wenn sie jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt das und das, sagen sie, sie haben sich bewusst entreichert. Ja? Den Ausdruck gibt es. Oder. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sie muss alles verbrauchen, bis auf ihrem Konto nur noch 7.050 Euro sind. Und erst dann bekommt sie Hartz IV. Das ist bei der Grundsicherung im Alter noch schofler. Da darfst du nämlich nur 5.000 Euro behalten oder haben, als Schonvermögen nennt man das. Und kein Auto. Nehmen wir an, du hättest 2.000 Euro auf dem Konto und ein Auto für 3.000, dann wäre das noch in den 5.000 drin. Aber hättest du 5.000 Euro und ein Auto für 4.000 Euro noch, dann musst du das Auto verkaufen. Ja, das ist sozial. Also ich weiß gar nicht, warum sich die Leute so aufregen. Was muss denn ein Rentner noch rumfahren? Ja, der soll daheim bleiben. Muss der rumfahren im Auto? Ich weiß jetzt ehrlich nicht, wie es mit dem Elektrofahrrad wäre. Darf er wahrscheinlich auch nicht haben, wenn's teurer ist, ja? Gut, also, dann hat jetzt die liebe Paula noch 1, 2, 3 Monate Schonfrist. Sie kriegt kein Arbeitslosengeld ein, bezahlt jetzt alles noch so, 2, 3 Monate, auch die Krankenkasse selbst, geht jetzt zum Amt, ja? Zweiter Amtsgang, jetzt stellt sie den Antrag, okay. Die Scheiße geht weiter. Paula lebt in einem Motzpalast, der ist riesig. Sie hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die 58 Quadratmeter groß oder klein ist. Ja. Und sie zahlt mit Miete und Nebenkosten jeden Monat, muss sie 550 Euro. Ja. Also 58 Quadratmeter, das ist ja meine Fresse, Mensch. Also man sagt ja oft, die Deutschen leben über ihre Verhältnisse. Ja, ja, das ist, ja, also sagt zumindest das SGB II, denn die sagen, das ist zu viel. Einer Person stehen nämlich nur 45 bis maximal 50 Quadratmeter zu. Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, das händeln die Jobcenter und Optionskommunen unterschiedlich. Jedenfalls legen die dann einen Wert fest, den sie bereit sind, für die Kosten der Unterkunft KDU zu zahlen. Und nochmal, sie darf nur 50 Quadratmeter haben, diese Wohnung. Ja. Also, wir setzen den Fall in dem Fall. Jobcenter sagt, 445 Euro zahlen wir. Wobei, das muss ich noch ergänzen, die ersten 6 Monate nach Erstbezug von Hartz IV übernimmt das Jobcenter tatsächlich alle Kosten, auch in der tatsächlich anfallenden Höhe, 6 Monate lang. Heißt jetzt auch, hätte sie eine 140 Quadratmeter Wohnung oder eine 4000 Quadratmeter Wohnung und würde 8000 Euro Miete zahlen, das wird Jobcenter tatsächlich 6 Monate dann noch übernehmen müssen. Aber so nach 1, 2 Monaten, wir sind jetzt wieder bei den 58 Quadratmetern, kommt vom Jobcenter die Aufforderung, die Kostensenkungsaufforderung. A, ihre Wohnung ist zu groß. B, ihre Kosten an Miete und Nebenkosten ist zu groß. Tragen Sie Sorge, dass Sie die Wohnung vermieten. Untervermieten geht da nicht. Suchen Sie sich eine neue Wohnung, eine günstigere. Ja. Das ist dann schon auch der nächste Schlag in die Fresse. Und ab dem 7. Monat zahlen wir Ihnen nicht mehr die, was es jetzt tatsächlich gekostet hat, die 550 Euro, sondern nur noch 445. Paula ist fertig wie die Sau, verständlich. So hat man sie wahrscheinlich bis dato noch nie in Deutschland behandelt. Solche Gesetze kannte sie nicht. Sie musste sie auch nicht kennen. Nicht unbedingt, sie war ja nie in der Situation. Und natürlich sucht sie, man kann es auch ein bisschen dokumentieren oder sollte es dann auch dokumentieren, dann hat man schon trotzdem ein bisschen mehr Chancen, aber es ist ungemein schwierig und wir wissen ja, da kommen wir nachher noch auch noch drauf, es ist nicht so leicht, weil ja ganz viele irgendwelche, ja, es kommen ja Leute hier, ja, ja,
ja, die brauche ich auch eine Wohnung. Und da wollen wir eine. Also das ist, und man kann sich ja immer wehren, manchmal klappt's. Fakt ist aber, dass ab dem 7. Monat Paula 105 Euro aus ihrem Eckregelsatz bezahlen muss, um die Miete und die Nebenkosten zu bezahlen und damit automatisch, und das ist wieder super sozial, ihr Existenzminimum um 105 Euro jeden Monat schon mal allein unterdeckt ist. Ja, das ist schon alles Heavy Metal. Ja, und man kann sich ja vorstellen, wenn man noch nie in so einer Situation war und dass da dauernd dann irgendeine Scheiße kommt und du musst das machen und da dich drum kümmern und du kriegst ja auch, das ist ja auch die Sauerei hoch 10 mit diesen Sanktionen. Da müssen wir mal auch drüber reden. Also in den allermeisten Schreiben, die du so kriegst, steht drin, wenn sie dieser Sache nicht nachkommen, wird ihr Arbeitslosengeld 2 für 3 Monate um 10% gekürzt. Manchmal 30%. Ja? Man bedroht Menschen. Man bedroht die Menschenwürde. Nummer 1. Es ist eine Art von Erpressung. Wenn ich das Existenzminimum unterdecke oder unterdeckle, dann heißt es, darf es auch nicht mehr Existenzminimum heißen, ja. Und das sollte sich einmal jeder Jobcenter-Mitarbeiter und jede Jobcenter-Mitarbeiterin mal überlegen, was für eine Schweinerei sie mit jedem Bescheid oder Brief sie da rausjagen, dass da Deutsche von deutschen Behörden oder, na Behörde, Firma, ist ja eine Firma. Wissen wir auch, Firma. Scheißegal. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so bedroht. Aber ja, da kriegt man erstmal einen Schreck. Und natürlich finden auch Sanktionen statt. Und das ist also, das muss man sich einfach mal, es ist ein Existenzminimum, das ja auch noch diese Ermittlung dieses Eckregelsatzes. Da steht ja auch auf der Kippe, wo man gesagt hat, die 15% der am wenigsten geldhabenden Haushalte hat man da untersucht. Das ist ja auch beim Bundesverfassungsgericht auch noch nicht so ganz klar, ob das so korrekt war oder vor allen Dingen so transparent. Und wenn wir bei den Sanktionen sind, kommen wir zur Eingliederungsvereinbarung, die dann die Paula auch abschließen. Ja, muss sie die nicht. Na gut, sie ist noch unwissend, sie macht es wahrscheinlich. Und in der, wobei ich meine auch unterschrieben habe, zu allem Leidwesen, aber ich weiß zumindest, was ich unterschreibe. Ja, also die Eingliederungsvereinbarung, kurz zusammengefasst, regelt so das auf den Zeitraum des Bewilligungszeitraums für ein halbes Jahr, was der SGB-II-Bezieher zu erfüllen hat. Da dürfen jetzt keine unsittlichen Sachen drinstehen, er muss nackig putzen gehen. Dagegen könnte man problemlos vorgehen. Aber was weiß ich, er muss beispielsweise, ich übertreibe es jetzt, in einem Monat 40 Bewerbungen schreiben. Kann sein. Oder er muss dahin gehen, er muss den 1-Euro-Job machen, diese Maßnahme besuchen. Also das sind schon manchmal 10, 15 Punkte, die er machen muss. Manchmal sind es auch nur 2. Im Gegenzug steht aber vom Jobcenter nichts drin, was man dem Jobcenter machen kann, wenn es was nicht erfüllt wird, weil da steht nichts, was es erfüllen soll. Ja, das ist also auch ein Vertrag, der eigentlich gar keiner ist. Also A, werde ich gezwungen, das Vertragsrecht ist da gebrochen. Das ist auch ganz wichtig, ich mache keine Rechtsberatung, das ist jetzt auch kein Rechtsberatungsclip oder Ding, das hat damit nichts zu tun, ich zeige nur ein paar Sachen auf. Der Detlef, das Wake News Team, also das bitte auch, dass das klar ist, wir machen keine Rechtsberatungen. Aber ein paar Sachen kann man ja trotzdem sagen, okay, man muss die Eingliederungsvereinbarung natürlich nicht unterschreiben, kriegt sie dann allerdings ein paar Tage später als Verwaltungsakt wieder zugeschickt. Und Paula unterschreibt den, ja. Und von mir steht bei Paula drauf, sie muss sich jeden Monat 40 Mal bewerben. Sie muss das nachweisen. Sie bewirbt sich und Hunde wollt ihr ewig leben. Sie bewirbt sich nur 35 Mal. Es steht aber 40 drin.
Und es steht drin, wenn Sie dieser Sache nicht nachkommen, wird Ihr Arbeitslosengeld um 30% die nächsten 3 Monate gekürzt. Sie hat sich nur 35 Mal beworben. Damit, ja. Das ist doch der totale Wahnsinn, Kinder. Das ist nicht nur Wahnsinn, es ist so eine Sauerei. Und dann kann ich auch wieder analog zu meiner letzten Sendung sagen, willkommen Deutsche in Deutschland. Ja? Komisch, wie gesagt, auch wieder den Schulterschluss. Andere Menschen finden hier eine bessere Willkommenskultur. Ja. Sanktionen auch noch was. Das sind diejenigen, die unter 25 Jahre sind, wirklich ganz bös an den Nüssen gepackt. Wenn die 2-mal gegen irgend sowas verstoßen, dann kriegen die eine 100% Sanktion. Heißt, sie kriegen nicht nur kein Regelsatzgeld, sie kriegen auch nicht mehr die Wohnung bezahlt. Nach 2-mal. Diese Menschen, ich glaub, da bin ich mir jetzt nicht sicher, die kriegen nicht mal Lebensmittelgutscheine. Das weiß ich jetzt aber bei einer 25-Jährigen nicht. Ist aber auch scheißegal, denn wenn ich kein Geld habe und aus der Wohnung fliege und obdachlos bin, also das droht dann. Also, versteht ihr? Der verstößt 2-mal und zack, wird er auf die Straße gesetzt. Vielleicht macht der Vermieter noch mit und sagt, naja gut, okay. Ich habe Verständnis für, aber das bringt man deutsche Menschen in Obdachlosigkeit. Verdammte Scheiße! Ja, ihr seht, ich muss mich wieder etwas erden. Jetzt kommt das zweite Lied von Steve Phillips und es hat den Titel Agenda 21. Hey Leute, auch ganz wichtig, unseren Wake News Music Channel findet ihr auf wakenews.net, Unterpunkt Wake News Radio und auf unserem Blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Auf geht's! Thank you.
question everything about agenda 21. Agenda 21. Ja, das sind schon, also ich, ihr seht, und dass mich das jetzt, ich bin ja da ein alter Hase drin, immer noch so emotional mitnimmt und tangiert, ist schon dann, also dann habt ihr auf jeden Fall mal den Eindruck, dass ich da zumindest mitfiebere und mir der Kamm dauernd schwillt. Ich habe auch die wichtigsten Links unten drin. Da empfehle ich auch ganz arg diesen Foliensatz vom Harald Thomé. Das ist ich nenne ihn jetzt mal so Sozialpapst, der da in Wuppertal eben auch Sozialberatung durchführt. Und wenn man den so in etwa verinnerlicht hat, es sind schon viele Seiten, da ist nicht alles dabei, aber da ist auch ganz toll beschrieben, wie man das Einkommen berechnet oder Sonderfälle oder eben auch mit atypischem Mehrbedarf etc. Das wird jetzt hier wirklich zu nichts führen, weil, könnt ihr nachlesen, ist hochinteressant und ist auch, eine große Hilfe. Ja, das ist dann schon, also die Paula, der wird's immer schlechter und lass mal jetzt mal, sagen wir mal, hopp, sie hat sich 40 Mal beworben, sie hat jetzt noch keine Sanktionen bekommen. So. Jetzt kommen wir mal zu den Zahlen oder dem Eckregelsatz an sich. Wir sind jetzt eben bei einer Person, die 42 ist, nochmal alleinstehend, sie kriegt also 100%, sprich 409 Euro im Moment im Monat. Seht ihr jetzt nicht, da gibt es so eine Torte, nein, jetzt nicht für euch zu essen, sondern eine Torte, wo so die einzelnen Posten aufgezählt sind, wie sich diese 409, auf welche Positionen, Posten, die sich verteilen. Ich habe da mal drei rausgenommen, um auch da wieder den Höllentrip und die Hölle und den Schwachsinn und die Unlogik zu dokumentieren. Für Verkehr ist da eingerechnet in den 409 Euro 25,77 Euro. So. Du darfst ja ein Auto haben, ne? Ja, im Wert bis zu 7.500 Euro. Leichte Rechnung, ich bin im Kopfrechnen ja auch niemals so fidel. Aber wir nehmen mal an, ein Auto kostet 600 Euro an Steuer und Versicherung im Jahr. Ich teile jetzt 600 durch 12 und komme dann auf 50 Euro. Also ich muss mit dem Auto gar nicht fahren. Gut, wenn ich nicht fahre, geht es vielleicht nach 2 Jahren auch kaputt, wenn ich es einfach stehen lasse. Aber das ist doch, ich lache jetzt blöd, weil zum Heulen reicht es nicht. Es kostet 50 Euro. Für den Verkehr habe ich hier aber nur 25,77 Euro drinstehen. Und ich bin noch keinen Meter gefahren. Ich habe noch keine neuen Reifen, ich habe noch keine Inspektion. Das ist eine Versündigung, ja. Also was mache ich da so in Posten rein? Dann müsste ich sogar ehrlich noch redlich sein. Das wäre zwar eine Sauerei, Hartz-IVer laufen, ja. Aber dieser Wert, der erfüllt nie. Und selbst wenn ich jetzt mal mit dem Zug, ich habe ja selbst kein Auto und ich fahre nicht mehr gern Auto, mit dem Zug mal in die Pfalz wollte, selbst beim günstigsten Ticket, ich käme nur hin. Ja. Kommen wir zur nächsten Position. Die Nahrung ist für diese Alleinstehende, die liegt bei 4,84 Euro pro Tag. Ich sage mal so, okay, man wird nicht verhungern, sich gesund ernähren oder abwechslungsreich oder eben von, ich rede dann auch wieder von Biotieren und Bioprodukten, das funktioniert nicht. Und jetzt kommt aber der volle Schlag in die Fresse und das ist schon an Unverschämtheit nicht zu überbieten. Für Bildung,
doch, wenn ihr es dann seht, so ein ganz kleines Streifchen, 1,55 Euro. Also, das ist sowas von sozial, so viel saufen kann ich gar nicht, dass ich jetzt kotzen könnte. Da wird alles gegeben von dem Staat. Der Hartz-IVer hat das schweineviele Geld von 1,55 Euro zur Verfügung. Und das ist so, die Leute, also nicht nur von dem geringen Wert, sondern einfach, dass man diesen Posten aufnimmt und dann auch sagt, hey, ihr Abschaum, ihr Loser, ihr Idioten, aber okay. Reicht ja mal zumindest, glaube ich, für zwei Bildzeitungen. Ha, Bildung, das passt, ja, ja. Ich gehe mal von Paula weg und gehe zu Paul. Paul ist 13, hat natürlich nicht 100% Eckregelsatz. Paul hat 291 Euro nur pro Monat zur Verfügung. Und es sind dann ausgerechnet, ich meine, das mache ich jetzt nicht im Kopf, das habe ich mir aufgeschrieben, sind dann sage und schreibe, Mensch Paul, du hast Glück wie die Sau. Du kannst für 3,44 Euro am Tag dich gesund ausreichend ernähren, Paul. Es ist ja unwichtig, dass du wachsen musst, Paul. Es ist ja unwichtig, dass dein Gehirn viel Energie braucht, ja. Also ich denke, dass dann Jugendliche also bei weitem mehr essen als ich zum Beispiel. Ja. Und wie gesagt, auch nochmal ein Unterschied. Wäre jetzt Paul 11, bekommt er auch 3,44. Nee, wäre er 11, 3,44. Ist er 9, bekommt er 3,44. Ist er 13, bekommt er auch 3,44. Das wird da auch also nicht mal angepasst. Man sagt halt, ah ja, schön Paul, 3,44 Euro. Ha! Ja. Und für so Dinge wie zum Beispiel, ich meine, ich persönlich mag nicht Weihnachten, also nicht mich falsch verstehen, trotzdem, für einen Weihnachtsbaum zum Beispiel oder für Kindergeburtstagsgeschenke oder für Ostern, ist da in dem Eckregelsatz überhaupt nichts drin. Es wird sogar noch verlangt, dass man sich von dem Eckregelsatz noch so 20, 30 Euro beiseite legt, ja, wenn ja mal was ist. Wenn ja mal was ist. Ja. Urlaub! Ha! Ja, gut. Also, das ist schon, ja, ich bin so stolz auf dieses Land, auf die Menschen und auf die diese Scheiße durchführen und verabschiedet haben und die Leute zur Sau machen wollen. Es gelingt im Moment noch. Ja, bei Kindern, jetzt wenn man jetzt so ein Kind noch nimmt, das gerade geboren ist und 5 Jahre alt ist oder 2, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich meine, ich habe auch Kinder, was es damals an Windeln gekostet hat. So 1-2 Jahre brauchen die ja die Windeln. So ein kleines Kind hat dann auch nur 237 Euro. Also, und Kinder sind ja doch uns allen so wichtig. Also, hört man doch, gell? Und, ja. Und dann würde ich jetzt gerne ein neues Lied jetzt anspielen und das ist von Manuel und das heißt War. Hey Leute, auch ganz wichtig, unseren Wake News Music Channel findet ihr auf wakenews.net, Unterpunkt Wake News Radio und auf unserem Blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Auf geht's! We'll be right back.
Bestandteil vom SGB II ist auch das Bildungspaket für Kinder. Und da gibt es ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, das ist wirklich sauber. Also bei Schul- und Klassenfahrten etc., dass die dann übernommen werden. Ich meine, woher soll man es bezahlen? Wäre aber auch noch eine Idee, also damit müsste man dann auch leben, wenn es das nicht gäbe, dass man dann sagt, nee, ihr Harzer Kinder, da machen wir ja hier die Harzer Schulklasse, hockt euch mal alle rein und wir spielen Harzopoli, ja, zum Beispiel. Also das funktioniert, das ist dann tatsächlich eine tolle Sache. Es wäre aber auch wirklich, also wenn das nicht mehr wäre. Aber ich möchte das nicht zu arg loben, das ist für mich mehr als selbstverständlich. Jetzt ist so, im Jahr bekommt man pro Kind, pro Schulkind vom Jobcenter einen Betrag von 100 Euro. Und von diesen 100 Euro muss bezahlt werden natürlich der sämtliche Schulbedarf. Schreibkram, Hefte, Kopierkosten, theoretisch auch Schulbücher, wobei... Kleiner Tipp, die kann man doch gesondert beantragen, aber steht im Foliensatz. 100 Euro, das sind, natürlich gibt es Ferien, 27 Cent pro Tag. Ist uns das wichtig, dem Staat, der Matrix, diesen Doppelzylinder-Luftpumpen? Ja, dass so ein Kind, so ein Hartz-IV-Kind 27 Cent hat, um da dann wirklich auch ein leicht mal auch einen Zirkel zu kaufen, der nicht gleich beim dritten Kreis, ja, zusammenbricht. Ja. Tja, ja, okay. Und das mit der Mittagsverpflegung, das finde ich auch noch ganz okay. Das haben wir hier jetzt auch mit den Kindern. Da zahlen wir einen Eigenanteil von 1 Euro. Pro eingenommenes Mittagessen und das Jobcenter bezahlt dann die Differenz zu dem, was es kostet. Da kann man nur sagen, okay, das ist auch noch eine ordentliche Sache. Aber was jetzt wieder genauso wie mit der Bildung, 1 Euro, was war es, 55 oder was? Ja, Bildung. Das, die gesellschaftliche Teilhabe. Ja, haut jetzt Deutschland alles raus, was an sozial rauszuhauen ist. Es gibt, haltet euch fest, 10 Euro für einen Monat, damit dieses Kind mit diesen 10 Euro an der Gesellschaft teilhaben kann, in einem Verein sein kann. Das wird vielleicht funktionieren, wenn ich... in einem Verein bin, wo ich mittags Halma spiele. Da fallen dann vielleicht nicht mal 10 Euro an. Fußball, Fechten, von Reiten rede ich nicht, es ist Wurst. 10 Euro! Da hat ja damals die Flinten-Uschi, ne, damals war sie ja nicht Flinten-Uschi, die Family-Uschi gesagt, oh, das ist ja das Tollste, was wir hier gemacht haben, Kinder, der 10 Euro, da haben es die Kinder gut hier. Also nicht, ich glaube da nicht, es ist nicht nur der Betrag, es ist das Vernichtende, Despektierliche. Und dass man sich das noch auf die Fahnen schreibt, wie toll das ist, was man denn jetzt auf einmal alles gemacht hat. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen traurig drüber, dass sich so ganz wenig melden, Musiker bei mir. Wie gesagt, es kann sich auch jeder melden, der auch mal zu irgendwas sagen möchte. Das muss nicht immer ein Musiker sein. Ich habe, glaube ich, nee, ich habe noch keine direkte Wake News Adresse, ist aber Wurst, brauche ich auch nicht. Schickt es in Detlef und der schickt es mir weiter. Und unseren Wake News Music Channel findet ihr auf wakenews.net. Klickt ihr dann auf Wake News Radio oder und auf unserem Blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Tja, und jetzt muss ich mal zum Anfang wieder zurückkommen und zu einem eben meiner No-Mainstream-Kollegen. Das ist der Herr. Und der hat jetzt schon zum zweiten Mal in Bezug auf Hartz IV in meinen Augen da gepatzt und die Unwahrheit gesagt und das auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich werde jetzt ihn zitieren
und werde da auch dann versuchen, das dann aus meiner Sicht oder wo ich denke auch korrekt aus meiner Sicht zu korrigieren. Ich hatte ihm nach dem ersten Mal, wo ich jetzt sage, er hat dann Fauxpas gemacht, eine Mail geschickt und habe ihn gebeten, dass er sich das mal durchliest kurz oder dass er auch gerne sich bei mir mal melden kann, dass ich ihm da helfe ich ja gerne. Wir sind ja nicht da, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Man kann nicht überall alles wissen. Es wäre ein leichtes gewesen, bei ehrlichem Interesse, wenn er mich dann anruft und fragt mal was. Hat er nicht gemacht. Ich bekam dann eine relativ unnütze Mail von einem seiner Mitarbeiter. Die Mail wäre eingegangen. Ja, man versucht, alle eingehenden Mails und alle eingehenden Mails zuerst mal zu lesen und dann so ein Potpourri draus zu bauen oder Portfolio dann. Okay, aber nachdem das jetzt beim zweiten Mal war, unlängst, also ich zitiere jetzt den Herrn. Wenn du nichts kannst, dann kriegst du immer noch Hartz IV und dann lassen sie dich irgendwann in Ruhe, weil du einfach keine Stelle finden kannst. Falsch. Lieber Herr, etwas ruhiger, möglicherweise hängt wieder von Jobcenter zu Jobcenter ab, wird es frühestens ab dem Alter von 58. Ansonsten, lieber Herr, Maßnahmen, Arbeitsangelegenheiten, Praktika. Und jetzt auch nochmals, lieber Kollege, wenn du nichts kannst. So um die 40%, es kann 35 sein, es können auch 48%, die Hartz IV beziehen oder aufstocken oder Wohngeld erhalten müssen, dass sie überleben, sind gut ausgebildet und haben einen akademischen Abschluss. Wohlgemerkt, lieber Herr. Also das war von dir, von Ihnen verkehrt. Nächstes Zitat. Wenn du ein fähiger Mensch bist, dann musst du zum Beispiel eine Stelle zum Beispiel annehmen. Falsch. Hat mit Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter überhaupt nichts zu tun. Du musst bis auf wenige Ausnahmen, eben wenn es unsittlich ist oder wenn du, körperlich das nicht kannst, jede Stelle annehmen. Und ach, theoretisch egal zu welchem Lohn. Und dann käme er nämlich wieder, der Sanktionshammer. Also, lieber Herr, falsch gelegen. Zitat, und dann verdienst du vielleicht genauso viel wie bei Hartz IV, arbeitest dafür aber 40 Stunden zum Beispiel. Falsch. Wer etwas verdient via Arbeit und bei 40 Stunden allemal, ist dann, wenn er eine große Familie hat, entweder Aufstocker oder hat Wohngeldanspruch. Er wird aber bei 40 Stunden sowieso und auch sonst wie am Ende immer, das ist auch viel zu wenig, was er dann mehr hat, weil ganz viel angerechnet wird, aber er wird am Ende immer mehr Geld haben als das reine Hartz IV. Ja? Und ich werde dir, Ihnen, wenn die Sendung hier per Bild steht, nochmal den Link schicken, ich kann es dir Ihnen noch anbieten, sich nochmal zu melden bei mir, weil ich weiß jetzt gar nicht, und das bin ich mir jetzt nicht sicher, ich will da jetzt auch nicht jetzt böse vermuten, also ich halte sehr viel von dem Kollegen und mir gefallen viele Sachen auch, hat er das jetzt nur gesagt, weil er eben unwissend ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen unverantwortlich, aber das lasse ich noch durchgehen, hat er es gesagt, weil es vielleicht extra. Das weiß ich nicht. Und das habe ich jetzt auch wieder einen Gedankensprung. Aber ihr wisst, so mit 53 beginnt ja ein bisschen die Demenzerscheinung. Wo ich vorhin was sagte von den 600 Euro für die Autoversicherung, das hat mich der Tost noch in der Pause dran erinnert. Da meine ich natürlich Kfz-Versicherung und Steuer. Das können auch mal 800 sein und im günstigsten Fall je nach Prozent auch mal 450. Da meinte Tost, ich hätte nur die Steuer gemeint. Okay. Jetzt treffen diese Jobcenter und die Agentur für Arbeit jedes Jahr eine Vereinbarung unter sich, wo es dann immer heißt, okay, im nächsten Jahr müssen so viel Prozent eingespart werden. Und das geht eben nur,
war ja auch immer mehr noch Sozialleistungen beziehen, indem ich fehlerhafte Bescheide rausschicke oder uns Sanktionen verfasse. Und auch jeden Bescheid, Scheiße, den ich hier bekomme, ist falsch. Das hatte ich in der letzten Sendung gesagt, ich habe 20 Stunden zu tun, irgendwas zu schreiben, zu korrigieren, ein Gesetz nachzulesen, was einzuscannen, um diesem Scheiß-Jobcenter zumindest ein bisschen Paroli zu bieten. Dieser Firma, diesen Verbrechern. Ja. Dann haben wir was, die Ortsabwesenheit. Das ist ja auch wieder der, also wir wissen ja, Urlaub, für Urlaub ist nichts im Eckregelsatz drin, aber du darfst ortsabwesend sein. Okay, dann gehe ich doch mal von Obertshausen nach Hausen, dann bin ich auch ortsabwesend, sind aber gerade 3 Kilometer, ja. Habe ich 3 Wochen, muss ich aber beantragen, auch okay. Sollte es jetzt dem sympathischsten oder unsympathischsten Firma-Mitarbeiter nicht in den Kram passen, dass er jetzt meint, dass ich jetzt mal 1 Woche oder 2 weg darf, weil er dann denkt, ich müsse ja nächste Woche zu einem Termin kommen. Zack, ja, ha! Ja, Macht ausüben, Leute zerstören, kaputt machen. Du stellst einen Antrag, es ist unwahrscheinlich eine ganz lange Bearbeitungszeit und per Gesetz haben sie ja wirklich, sie können 6 Monate ausschöpfen, bis sie auf einen Antrag von dir reagieren müssen. Ja. Und die Kontoauszüge, das ist auch was. Ne? Du, wenn dann Bewilligungszeitraum abläuft, können die können sogar noch theoretisch noch länger zurück, aber meistens sind so 3 bis 6 Monate. Ja. Schwärzen darfst du es, glaube ich, auch nicht mehr. Früher konnte man das noch vor Jahren. Also ein Offenlegen, ich bin von den Socken. Kommen wir mal zu den Rentnern. Wo steckt da die Logik dahinter? Nein, es ist satanisch gemein, hundsfottig. Wenn jetzt ein Rentner sagt, ich möchte jetzt mal 6 Wochen oder 8 Wochen auch mein Enkelkind in der Schweiz besuchen. Ja, wer sich als Rentner länger als 4 Wochen außerhalb dem Bund aufhält, bekommt keine Sozialleistungen mehr. Also die Rente schon noch, also wenn er, ich meine, jetzt wenn es Aufstocker ist oder so. Oder ja, so habe ich es verstanden. Und eine Frau, und das zeigt ja auch der Wahnsinn, eine 84-jährige Frau, die hat, sie hat immer, weiß man nicht, ich kann es nicht nachprüfen, ich kenne die Frau nicht, sie sagt, sie hat sie ist Rentnerin, 84, nach Ausgaben aller Fixkosten hatte sie noch 100 Euro in der Tasche pro Monat. Und hat er ein paar Mal geklaut, aber natürlich kein Ohrring oder sonst was, sondern wirklich nur Lebensmittel geklaut. Ist dann auch ein paar Mal erwischt worden, wurde dann erstmal auf Bewährung verdonnert und ist dann wieder erwischt worden und musste jetzt ins Gefängnis. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wie lang. Ich glaube für ein halbes Jahr oder so. Moment, wo ist das jetzt? Na, steht nicht. So eine Haftstrafe nur, aber. Und ihr Gnadengesuch ist abgelehnt worden. Was beklagen wir uns denn? Klar, der Frau hätte man sagen können, oder das ist ja auch so ein leidliches Ding wie mit dieser Arbeitslosenstatistik, ja. Der Frau hätte man sagen müssen, natürlich hat sie Anspruch auf Wohngeld oder eben die Grundsicherung im Alter. Aber das ist auch der Wahnsinn, dass gerade diese alten Leute, ja. Und es ist ja eigentlich auch noch jemand mit Kriegserfahrung oder aus der Kriegszeit, die wahrscheinlich wirklich eher sterben oder auch ehrlich noch eher klauen oder sonst was, bevor sie sich die Blöße geben oder sagen, ich gehe und hole mir Geld, was mir zusteht. Und so ist auch mit der Arbeitslosenstatistik, die hinten und vorne nicht stimmt, getürkt ist bis zum Nimmerleinstag. Es ist wahnsinnig. Es wird rausgerechnet, was rausrechnen geht. Ein paar Beispiele, da blende ich auch was ein. Die krank sind, werden nicht gezählt. Die in der Maßnahme stecken, werden nicht gezählt. Die über 58 sind, werden nicht gezählt. Wahnsinn. Guckt weiter. Diejenigen, die überhaupt Anspruch hätten, auch und beanspruchen es nicht, die werden auch nicht gezählt, also da gibt es dann auch eine Tabelle, ja, oder so ein Abbild, so ein Feature, dass es
ja, auf die Zahl wäre ich auch gekommen, mittlerweile 10 Millionen sind, wenn man es redlich machen würde. Ja. Also ihr seht, das ist alles der Hammer. Und der letzte Punkt möchte ich noch was sagen, Darlehen. Natürlich gewährt das Jobcenter dir für was Wichtiges auch mal ein Darlehen, das du aber natürlich jeden Monat wieder zurückzahlen musst. Und ja, so in 10%, also meistens sind es dann jetzt bei einer Alleinstehenden so 30, 40 Euro. Trotzdem, damit ist wieder das Existenzminimum unterdeckelt. Und ich kann nur zum Abschluss sagen, es ist furchtbar. Ich hoffe, ich hab's euch jetzt ein bisschen zeigen können, erklären können, was für antisoziale Gesetze es gibt. Die müssten nicht sein, wie ich es in der letzten Sendung gesagt habe. Es geht darum, Druck zur Sau machen, vernichten. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich denke, wie gehabt, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird der, was für ein Liedl haben wir noch? Wir werden noch eins haben, genau. Während da umgespult wird, kommt dann noch das letzte Lied. Und eins von, oh, ob ich das jetzt richtig ausspreche, an Run Angel Ring. Ich danke euch fürs Dabeisein. Meldet euch bei mir. Hat Spaß gemacht. Und alles Gute. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Martin. Tschüss. Hi, folks. Pay attention, please. You can find our Wake News Music on wakenews.net. Click Wake News Radio. And on our blog, musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Come on! Hi folks, pay attention please. You can find our Wake News music. Mir selbst, Gott und der Welt. Und eins und eins und eins. Sie ist an dem, was sich in mir unterhält. Und eins und eins und eins. Mein Umstand habe ich mir selbst gewählt. Und eins und eins und eins. Mein freischöpferischer Geist und der Käfig, in dem ich mich stelle. Zwischen meiner Seele und dem, was ich wirklich lebe, meiner Einsicht und dem, was ich täglich verspüre, meinem Hirnfick, meiner Liebe, mir Schwermut gewähr, anstatt zu handeln, zu agieren, den inneren Schweine und Fetter. Anstatt ihn zu disziplinieren, mit dem Teufel Poker und fürs Licht der Welt bete, versuch es richtig zu machen, seh gleichzeitig, dass ich vollends dagegen arbeite. Und eins und eins und eins und eins, mit mir selbst, Gott und der Welt. Und eins und eins und eins, sie ist an dem, was sich in mir unterhält. Und eins und eins und eins, mein Umstand habe ich mir selbst gewählt. Und eins und eins und eins, was mir bleibt, ist der Moment, der Augenblick, in dem mir die Wahl bleibt, frei vernünftig zu spüren, Liebe zu fühlen, durch Offenheit mich selbst zu erfüllen.
Ganzheitlichkeit sich offenbart, ist sie mit Liebe gepaart. Erst wenn ich liebe, beginn ich zu verstehen. Fängt das mit dem göttlichen Einklang an, kann ich das große Bild ersehen, daraus zu agieren, frei von jeglicher Angst. Ist wohl das Beste, was Mensch machen kann, um sich aufs Kommende vorzubereiten. Während Unsicherheit und Zweifel mich weiter im Schach halten, oh. Und eins und eins und eins und eins mit mir selbst, Gott und der Welt. Und eins und eins und eins seh es an dem, was sich in mir unterhält. Und eins und eins und eins, mein Umstand hab ich mir selbst gewählt. Und eins und eins und eins